Hallo, im vorherigen Video haben wir uns ja über die Grundlagen von RPCs unterhalten und haben uns dabei klargemacht, dass wir Parameter aus einem Adressraum in den anderen Adressraum, aus dem Adressraum des aufrufenden Prozesses in den des aufgerufenen Prozesses übertragen müssen. Wir müssen uns also über die Art und Weise unterhalten, wie wir Parameter zwischen zwei solchen Adressraumen kopieren. Das ist das sogenannte Marshalling. Das betrifft sowohl die Eingabeparameter einer aufgerufenen Prozedur als auch die Resultate einer Prozedur, ebenso wie mögliche Seiteneffekte, die eine Prozedur haben kann. Also die Veränderung von Parametern, die an eine Prozedur übergeben werden. Das ist im lokalen Fall ja einfach möglich. Sie erhalten ja gegebenenfalls Zugriff auf die übergebenen Daten. Als aufgerufene Prozedur können diese verändern. Hierfür müssen wir uns einen Mechanismus überlegen, wie das funktionieren kann, wenn die Daten zwischen verschiedenen Adressräumen geeignet vermittelt werden müssen. Was erwarte ich mir davon? Ich erwarte mir davon natürlich erstmal die Transparenz über die Netzübertragung an sich. Das eigentliche Kopieren zwischen den Adressraumen soll durch irgendeinen geeigneten Interprozesskommunikationsmechanismus geschehen. Der braucht uns hier eigentlich nicht zu interessieren. Im Zweifelsfall stellen Sie sich vor, da liegen Sockets darunter, mit denen Sie den eigentlichen Datenaustausch abwickeln. Was ich mir auch noch wünsche, ist, dass ich Transparenz zwischen unterschiedlicher Hardware herstellen kann. Denken Sie an unterschiedliche Zahldarstellungsformate, Little Endian, Big Endian, klassische Presentation Layer Diskussion. Vergleiche Kapitel 1, da haben wir uns ausführlich darüber unterhalten, wie Sie mit unterschiedlichen Datentypen in unterschiedlichen Hardware-Architekturen, aber auch in unterschiedlichen Betriebssystemen, das Betriebssystem spielt kaum eine Rolle, aber in unterschiedlichen Programmiersprachen mit unterschiedlichen Laufzeitumgebungen umgehen können. Ich nehme mal an, dass wir das verstanden haben, einen Haken dahinter machen können. Wir können uns also darauf konzentrieren, was passiert spezifisch beim Aufrufen einer Prozedur in einer solchen Situation. Und da gibt es jetzt zwei Fälle. Der erste Fall für eine solche Parameter-Passing-Semantik ist der einfache Fall. Das ist ein sogenannter Call by Value. Die Funktion bekommt einen Wert übergeben, die Zahl 42. Unabhängig davon, wo die Zahl 42 im aufgerufenen Teil des Prozesses steht, an die Prozedur, an die Funktion wird die Zahl 42, der Wert an sich, übergeben. Ja, das ist einfach, nicht? Das machen wir ja im lokalen Fall schon genauso, dass wir eine Kopie dieses entsprechenden Wertes erstellen, auf den Stack legen. Wir können es zwar natürlich jetzt an den Stub auf den Stack legen, aber der Stub muss ja wissen, dass es sich jetzt hier um die Zahl 42 handelt. Also der wird einfach die Zahl 42 als Kopie an den Skeleton übertragen können, der sie auf den Stack legt und so weiter. Call by Value ist in dem Sinne konzeptionell einfach. Der spannende Punkt ist, wenn Sie einen Call by Reference machen. Sie erinnern sich an die Call by Reference Semantik. In einer üblichen Programmiersprache nehmen Sie C als ein Beispiel. Ich versuche Ihnen das kurz zu skizzieren. Wenn Sie Call by Reference sich ins Gedächtnis rufen, was dabei passiert, dann ist ja die Vorstellung die, dass Sie einen Speicher haben, der durch den Prozess benutzt werden kann. Das ist der logische Adressraum Ihres Prozesses. Sie haben Ihren Caller, der irgendeine Variable x besitzt, die auf irgendein Stück dieses Speichers zeigt. Typischerweise ein Pointer irgendeiner Form. Wenn Sie jetzt den Callee sich hier vorstellen, und der Callee hat irgendwie ein f von, er ist, bleiben wir allgemein, irgendein Data Type, den wir hier nicht weiter kennen, möchte er einen Parameter a entgegennehmen, der ein Pointer auf diesen Datentyp ist. Wenn ich jetzt hier also ein f von x mache, dann wird ja a ebenfalls ein Pointer auf diesen gleichen Wert. Streng genommen, was wir wirklich tun, ist, wir machen ein Call by Value für den Pointer. Call by Reference ist zumindest in C und ähnlichen Sprachen ein Call by Value auf den Pointer. Sodass jetzt hier dieser Code des Callees, der jetzt hier tatsächlich ausgeführt wird, hier oben haben wir gar keine Codeausführung, das ist Unsinn. Hier der Code, der tatsächlich ausgeführt werden wird, diese Speicherinhalte hier manipulieren kann und hier irgendwie das damit tun.
Müssen Sie ein irgendetwas tun, damit jetzt hier, nachdem Sie nach dem Rückkehr Jump und Jump hier wieder weiterarbeiten, damit Sie hier diese veränderten Werte sehen? Nein, Sie brauchen keine explizite Aktion, das wird funktionieren. Sie sehen die entsprechenden veränderten Werte. Ja, aber im verteilten Fall wird das nicht funktionieren, nicht? Also wenn Sie jetzt hier ein Remote Procedure Call mit Call by Reference versuchen würden, dann würde ja der entsprechende Pointer-Wert, das können Sie natürlich tun, Sie könnten im Prinzip natürlich sagen, dass Sie im logischen Adressraum des Callers und daneben den Callee, dann haben Sie hier wieder Ihren Prozess, der, ich zeige jetzt Proxy und die beiden Proxys und die eigentlichen aufgerufenen Prozesse nicht separat an, dann haben Sie ja hier vielleicht wieder ein X, das auf einen Pointer X, der auf eine entsprechende Speicherstelle zeigt, die aber im logischen Adressraum des Aufrufers liegt, und der gleiche absolute Wert hätte hier keine sinnvolle Bedeutung. Das wird was immer sein. Da kann Code liegen, da kann ein Teil des Stacks oder sonst irgendetwas liegen. Also ein Copy des Pointers, was ja die naheliegende Idee wäre, wenn Sie sagen, ein Call by Reference ist eigentlich ein Call by Value für den Pointer, das ist natürlich völliger Unsinn. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Wenn wir ein RPC mit Call by Reference möchten und Sie sich den Caller-Adressraum anschauen und den Callee sich anschauen, jeweils die logischen Adressräume, dann ist der absolute Zahlenwert des Pointers natürlich ohne jeden Belang auf der Seite des Aufrufers, sodass Sie jetzt hier dafür sorgen müssen, wenn Ihr X hier an irgendeine Stelle zeigt und Sie das an den Callee übergeben, der jetzt hier etwas tun soll, dann müssen Sie an dieser Stelle als Teil von Stub und Skeleton die Inhalte dieses solchermaßen angesprochenen Speicherbereiches kopieren. Damit jetzt wieder, wenn Sie hier während der Verarbeitung auf der Callee-Seite hier eine Veränderung machen, dann wäre ja, damit es semantisch dem Fall entspricht, dass die Veränderung, die der Callee innerhalb des lokalen Speichers gemacht hat und diese Veränderung sichtbar ist für den Caller nach Rückkehr aus dem Callee, dann müssen Sie ja dafür sorgen, dass diese Veränderung nach Rückkehr zum Caller, denken Sie dran, wir haben hier separate Adressräume. Wenn Sie jetzt also hier wieder sagen wollen, Sie wollen das gleiche Verhalten haben, Sie wollen hier diese Veränderung sehen, dann ist das Blaue ja noch gar nicht da. Dann müssen Sie hier wiederum eine Kopie dieses gesamten Speicherbereichs vornehmen und den entsprechenden Speicher ersetzen, sodass Sie hier diesen blauen Fleck dann tatsächlich sehen werden. Okay? Das ist die Idee dabei, und das Verfahren heißt Call by Copy and Restore. Und der Name ist da eigentlich auch Programm. Sie kopieren den Inhalt und Sie stellen nach Beendigung des Callers Restaurieren, Restore, kopieren Sie den möglicherweise veränderten Wert wieder zurück.
möglicherweise verändert, naja, Sie haben keine einfache Möglichkeit, eine Veränderung festzustellen. Klar, Sie können jetzt mit Hash-Funktionen und sonst was Kompliziertem anfangen, aber die einfachste Idee ist, Sie kopieren es immer wieder zurück. Ja, funktioniert das? Naja, das hat erstmal die Idee durchaus oder den Anspruch durchaus zu kopieren. Sie kopieren an den Aufgerufenen, der das möglicherweise modifiziert, zu kopieren alles zurück und haben damit diese Copy and Restore, Call by Copy and Restore Semantik. Jetzt müssen Sie ein paar Fragen lösen und sich immer noch fragen, ob es wirklich genau das gleiche tut wie im lokalen Fall. Eine typische Frage, die Sie lösen müssen, ist, wie gehen Sie denn jetzt mit der Größe um? Woher wissen Sie denn, wie groß der Speicherbereich ist, den Ihr Pointer referenziert, auf den Sie zeigen? Ja, da klopfen Sie jetzt ganz fest auf Holz und hoffen, dass Ihnen Ihre Programmiersprache oder Ihre Laufzeitumgebung Ihnen dafür genügend Informationen zur Verfügung stellt. Das ist genau die gleiche Diskussion, die wir in Kapitel 1 hatten. Sie müssen das einfach wissen. Sie müssen einfach wissen, dass es sich jetzt hier um einen String der Länge 100, 500 oder 1000 handelt. Oder wie lang der Zahlenwert ist. Statische Typinformation, Runtime Type Information, vergleiche die Diskussion, Kapitel 1. Die interessantere Diskussion ist auch die, was machen Sie mit einer verpointerten, pointerbasierten Struktur? Ich meine damit Folgendes, Sie machen zwar ein Copy and Restore, aber der Datentyp ist zum Beispiel ein pointerbasierter binärer Baum. Ich sage jetzt einfach hier mal Pointerbaum dazu. Ich weiß, dass das nicht so heißt. Ein pointerbasierter binärer Baum, der irgendwo im Adressraum, im logischen Adressraum des Callers liegt. Und wir haben wieder gedanklich die Trennung in unsere beiden Adressräume und hier den logischen Adressraum des Callee-Prozesses. Okay, was machen Sie jetzt? Sie haben hier einen Pointer P, der vielleicht hier auf die Wurzel dieses Baumes zeigt. Und jetzt sollen Sie hier transferieren. Was transferieren Sie denn? Die Wurzel des Baums? Die Wurzel des Baums? Wenn Sie hier in Ihrem aufgerufenen Code den gesamten Baum traversieren, dann reicht das nicht. Dann brauchen Sie die anderen Knoten. Machen Sie den ganzen Baum. Woher wissen Sie, was der ganze Baum ist? Sie müssen mindestens irgendwie feststellen per Konvention, dass hier keine weiteren Kinder mehr existieren, damit Sie den Baum irgendwie traversieren können. Den ganzen Baum. Naja, wenn Ihr aufgerufener Code nur auf den Wurzelknoten zugreifen muss und den ganzen Rest nicht braucht, dann waren die 2 Petabyte, die Sie gerade rüber kopiert, okay, 2 Petabyte ist übertrieben, dann waren die 2 Kilobyte, die Sie hier kopiert haben, letztlich übertrieben. Dann hätte es gereicht, hier nur den Wurzelknoten zu kopieren. Woher wissen Sie das? Woher soll ein General Purpose und die Betonung liegt hier auf General Purpose. Ein General Purpose Stub. Woher weiß der das? Wie kann der das wissen? Und im Allgemeinen ist die Antwort, das kann er nicht wissen. Möglicherweise können Sie ihm helfen durch geeignete Zusatzannotationen, aber das steht in einem Spannungsfeld zur geforderten Transparenz. Im lokalen Fall müssen Sie sich darum ja keinen Kopf machen. Also, jetzt können Sie zwei Standpunkte einnehmen. Sie können den Standpunkt einnehmen, Zweifel auf Effizienz, es geht mir um Programmierereffizienz, nicht um Laufzeiteffizienz. Ich will es meinem Programmierer das Leben leicht machen. Also verstecke ich das wirklich komplett und im Zweifel kopiere ich halt die 2 Kilobyte, Terabyte oder was auch immer, wie groß dieser verpointerte Baum ist. Oder Sie stehen auf dem Standpunkt, naja, Efficiency matters, da muss der Programmierer schon was dazu sagen. Beide Standpunkte lassen sich verteidigen, für beides finden Sie Beispiele. Bevor wir aber diese Diskussion zu weit führen, ist es denn eigentlich wirklich das Gleiche? Sind denn eigentlich wirklich Call by Copy and Restore und Call by Reference genau die gleiche Semantik?
Und ich möchte Sie wirklich bitten, jetzt das Video mal auf Pause zu stellen und darüber nachzudenken, ob Sie ein Beispielprogramm finden können, und blättern Sie jetzt auch nicht in den Folien weiter, ob Sie ein Beispielprogramm finden können, bei dem sich Copy and Restore und Call by Reference in ihren Auswirkungen unterscheiden. Bei dem Sie also im lokalen Fall oder im verteilten Fall bei der Ausführung unterschiedliche Auswirkungen, unterschiedliche Ergebnisse im Speicher sehen werden. Und wenn Sie jetzt auf Pause gedrückt haben und jetzt wieder da sind und ein schönes Beispiel gefunden haben, Gratulation. Wenn nicht, zeige ich Ihnen ein Beispiel. Und die Antwort ist natürlich nein, nicht? Die habe ich ja schon vorweggenommen. Aber es gibt ganz, ganz kleine Beispielprogrammchen und es läuft immer auf geschicktes Benutzen von Pointer-Semantiken hinaus. Beispiel. Angenommen, Sie nehmen hier, Sie haben einen Integer a, 42, irgendwo in Ihrem globalen Speicher liegen und Sie haben eine Funktion f, der Sie zwei Integer-Pointer übergeben, int x und int y, und die Funktion f macht was ganz Banales, die erhöht beide Speicherinhalte jeweils um 1. Nicht? Also hier werden Sie nach der Ausführung wird der Inhalt von x um 1 erhöht und hier wird der Inhalt von y um 1 erhöht. Wenn ich das Ding jetzt also aufrufe mit f von a und a als Adresse, naja, was wird passieren? Dann wird hier zunächst diese Anweisung dazu führen, dass im Speicher, der unter a im globalen Adressraum bekannt ist, 43 steht und danach wird hier 44 steht, bei lokaler Ausführung. Bei verteilter Ausführung, ich schreibe einfach mal die Foliennummer hin. Bei verteilter Ausführung sieht das Leben anders aus. Sie haben Ihren Caller, Sie haben Ihren Callee, Sie haben Ihren logischen Adressraum, da passiert nichts Spannendes, da haben wir ja nur ein einzelnes Integer hier drin liegen. A 42 vor Beginn des Aufrufs. Hier haben wir gleich noch den logischen Adressraum des Callees. So, und jetzt machen wir hier den Aufruf. Was macht unser Stub? Jetzt müssen wir das Stub doch mal genau einzeichnen. Das Stub guckt sich an, es soll f von a, a ausführen. Also es ist eine Funktion f, an der zwei Integer-Pointer übergeben werden. Pointer kann ich nicht callen. Pointer muss ich auf Copy and Restore machen, abbilden. Also bekomme ich ein Copy and Restore für den ersten Parameter. Das ist x. Und ein Copy and Restore für den zweiten Parameter, das war y. Also habe ich hier auf der Callee-Seite im Skeleton, das Skeleton wird mir dafür sorgen, dass es ein x mit 42 gibt und ein y mit 42. F wird einen Pointer hierauf erhalten und einen Pointer hierauf erhalten, sodass nach Ausführung von f steht hier 43 und hier steht 43 drin. Okay? F hat ja zwei separate Pointer auf zwei separate Teile des globalen Speichers bekommen. Das Restore wird x und y zurückkopieren. Der Stub wird das entgegennehmen und wird jetzt hier zunächst mal den ersten Parameter x, der ja eine Referenz auf a war, durch 43 ersetzen, das ist x, und dann wird er nochmal den gleiche Adresse mit dem Wert von y ersetzen, und das auch eine 43 war. Und dann sind wir letztlich wieder hier beim Caller, sodass wir hier eine 43 für a sehen. Erinnerung, lokal hatten wir 44. Also leider nein, leider sind Call by Reference und Call by Copy Restore nicht identisch in ihrer Semantik. Tja, schade aber auch, nicht? Das kann man tun. Naja, Sie müssen mehr Semantik in das System stecken, Sie müssen mehr Informationen investieren, sodass ein Stub und ein Skeleton tatsächlich eine plausible Chance hat, da etwas zu tun. Und letztlich läuft es auf ähnliche Argumentationen, wie gesagt, wie in Kapitel 1 hinaus. Wir brauchen semantische Anreicherung. Wir müssen mehr darüber wissen, was wir mit diesen Parametern
eigentlich tun sollen. Die Idee ist jetzt, eine Sprache einzuführen, mit der ich die Semantik der Schnittstelle der Prozedur beschreiben kann. Eine Sprache, die mir sagt, wie diese einzelnen Parameter zu behandeln sind, sodass ich aus dieser Zweideutigkeit des Copy-and-Restore-Beispiels von der vorherigen Folie rauskomme. Also, die mir expliziter, ausdrücklicher mitteilt, welche Aufrufsemantik ich habe. Zum Beispiel kann ich dann notieren, dass es sich nur um einen Eingabeparameter handelt, dass es sich nur um einen Ausgabeparameter handelt, dass es sich um einen Ein- und Ausgabeparameter handelt. Naja, und an der Stelle muss man jetzt wieder das Transparenzargument doch etwas aufgeben. Der Entwickler einer solchen Prozedur sollte sich darüber im Klaren sein, was diese einzelnen Parameter sind und dass auch ein Ein-Ausgabeparameter dieser Copy-Restore-Semantik unterliegt. Und das muss auch der Nutzer einer solchen Prozedur. Es passieren keine Wunder. Sie müssen es explizit machen. Das können Sie durch die Interface Definition Language. Aber bei der Benutzung müssen Sie sich auch klar machen, was da jeweils passiert. Das Schöne ist, sowas hilft Ihnen. Da steht dann nicht nur In-Out-In-Out-Semantik drin. Da können Sie auch Datentypen etc. reinschreiben. Das hilft Ihnen, wenn Sie mit verschiedenen Programmiersprachen umgehen müssen, um dazwischen hin und her zu übersetzen. Das hilft Ihnen bei verschiedenen Architekturen, Byte-Ordering und so weiter. Und letztlich können Sie hier dann auch sagen, okay, in der Interface Definition Language schreibe ich vielleicht auch die Funktionen explizit auf, die mein Stub oder mein Skeleton ausführen soll, wenn ich jetzt einen Pointer auf einen solchen Binärbaum übergebe. Wird jetzt der ganze Baum oder nur der Wurzelknoten oder nur Wurzelknoten bis zu Großkind oder nur Wurzelknoten bis zu Enkelkindern übergeben? Sie haben hier Möglichkeiten, in diesen General-Purpose-Prozess einzugreifen und das auf Ihre Anwendung, auf Ihr Problem hinzuzuschneiden. Okay? Ja, diese IDLs gibt es entweder in der Form einer externen Sprache, das heißt dann tatsächlich meist IDL, die programmiersprachenneutral ist und aus der heraus Sie dann in Stubs und Skeletons der jeweiligen spezifischen gewünschten Programmiersprache übersetzen können. Zum Beispiel können Sie dann aus einer neutralen IDL ein, ich weiß es nicht, C-Stub und ein Python-Skeleton generieren, wenn Sie das so möchten. Es gibt auch die Variante, dass es in die Programmiersprache direkt eingebaut ist. Das ist bei stark typisierten Sprachen plausibel, das zu tun. Und sehr verbreitet in Java. Java denkt sehr in Java. Da finden Sie, dass Sie direkt den Java Source Code als in diesem Sinne IDL benutzen können. Ist aber dann nicht multilanguage-fähig. Aber Java muss ja auch nur mit Java reden können, von daher ist das ja auch okay. Es gibt ja sowieso nichts anderes. Sehr schön. Das ist so die typische Denkweise. Sie schreiben eine IDL auf, in der Sie diese Zusatzinformationen aufschreiben und generieren sich Stubs und Skeletons entweder automatisiert oder custom-tailored für Ihre jeweilige Anwendung. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass das natürlich jetzt nicht die einzige Option ist. Es gibt noch ein paar weitere Ideen dazu. Es gibt zum Beispiel sogenannte Langadressformate, bei denen Sie eben doch die gesamte Adresse so gestalten können, dass Sie ein Call-by-Reference auch über Adressräume hinweg machen können. Auch das ist ein schöner Moment. Halten Sie mal das Video an, überlegen Sie sich, was müssen Sie in ein Adressformat, in eine Adresse hineinschreiben, dass Sie Adressen zwischen Prozessen auf möglicherweise verschiedenen Rechnern hin und her reichen können, sodass die Adresse Bedeutung behält, sodass Sie immer noch auf die richtige Speicherstelle zeigen, auch wenn es ein anderer Prozess diese Adresse in der Hand hat. Und wenn Sie das Video jetzt wieder weiterlaufen lassen, dann erzähle ich Ihnen, was die übliche Idee dazu ist. Sie müssen den Rechner in der Adresse darstellen, zum Beispiel identifiziert durch eine IP-Adresse. Sie müssen innerhalb des Rechners den richtigen Prozess identifizieren, im einfachsten Fall durch eine Prozess-ID, aber eine Prozess-ID kann sich ändern, das ist keine dauerhafte ID. Und innerhalb der Prozess-ID, innerhalb des Prozesses, brauchen Sie eine logische Adresse. Und das Ganze machen Sie dann bitte noch so, dass Sie das hier nicht einfach fälschen können. Also das müssen Sie noch irgendwie geeignet absichern durch kryptografische Verfahren, was auch immer. Und dann können Sie tatsächlich eine solche lange Adresse zwischen verschiedenen Prozessen hin und her reichen. Wenn Sie das jetzt am Beispiel des Binärbaums sich wieder überlegen wollen, dann würde das ja heißen, dass Sie
In Ihrem logischen Adressraum haben Sie Ihren Binärbaum. Und so weiter. Und Sie haben Ihren Caller, der jetzt ein F von P aufruft, wenn P hier hin zeigt. Auf der Callee-Seite haben Sie dann dieses P in der Hand und P zeigt immer noch in korrekter Weise dahin. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel p.leftchild hinschreiben, dann bekommen Sie tatsächlich hier den Pointer auf das linke Kind. Und auch das hier ist wieder, damit das Ganze funktioniert, wenn Sie hier sagen auf Callee-Seite pp gleich pleft, dann muss das ja auch wieder eine lange Adresse sein. Damit das auf Callee-Seite immer noch richtige Bedeutung behält. Das heißt, im einfachsten Fall, auch da kann man wieder noch ein bisschen weiterdenken, aber im einfachsten Fall impliziert das, alle Pointer müssen Long Addresses sein. Und das ist natürlich signifikanter Overhead. Ob Sie das dann wirklich tun wollen, das sei doch mal sehr dahingestellt. Das nimmt ja den Pointern sehr viel Charme, dieses einfache, kleine, wenige Byte große Ding, mit dem Sie Adressen durch die Gegend reichen können, wird sehr viel komplizierter und Ihre Datenstrukturen werden sehr viel größer und unhandlicher. Das heißt, hier denkt man dann vielleicht nochmal nach und überlegt sich das mit RMI und hat dann die Idee der Remote Identifiers, bei denen ich normale, in Anführungszeichen ordinäre Pointer, die nur innerhalb eines lokalen Adressraums gültig sind, explizit unterscheiden kann von solchen remote-tauglichen Pointern, die dann auch zwischen Adressräumen kommuniziert werden können und diese Fertigkeit behalten. Heißt aber wieder, Transparenz ist nicht mehr gegeben, das muss der Programmierer sich überlegen. Dennoch ist diese Idee im Grundsatz für RPC und RMI geeignet. Im RMI-Kontext fällt es Ihnen auch ein bisschen leichter, das pragmatisch handhabbar zu halten. Und wir schauen uns das nochmal genauer an, wenn wir später über RMIs reden. Soweit, so gut. Damit soll das hier reichen, uns über die Parameter-Passing-Semantik zu unterhalten. Ich danke fürs Zuhören. Im nächsten Video reden wir über das konkrete RPC-Protokoll, um Request-Replies hin und her schicken zu können. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.